Sehr schön, willkommen hier bei Cities Circle. Challenge zur Level 11C, 12C, 13C, mit 6, so live angezockt. So sieht man 11, 12, 13. Danach ist das Spiel auch endlich mal vorbei. Also der erste Teil quasi. Ich habe ja mehrere Teile zum Runterladen. Immer 1 Euro, geht auch immer Platin. Hier VF Ending halt. So, ja. Danach kommt dann Teil 2 wahrscheinlich auch wieder. 10.000 Teile. Für ein Spiel, na okay. Keine Ahnung, wie viele Teile jetzt waren. Ich glaube, 8 oder 9 Stück von Cities Circle. Ja, also als ein Spiel. Na okay, na gut, dafür 8, 9 mal Platin, was soll's. So, okay, ich probiere jetzt mal hier live mal jetzt hier so schnell zu machen, wie ich kann. Ich habe das schon einmal mal gemacht. Alles klar, gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Feder. So, hier noch die, so die Geschichte so ein bisschen. Da muss man mal mit Defense Server 2 hier unter 200. Ja, muss man so schnell wie möglich sein diesmal. Naja, ich weiß nicht, ob ich da pack. Also ich doch hier mit dem Ball. Gut, man kommt zwar überall immer irgendwo ein bisschen gegen, aber ja, irgendwann geht das. So, darf man jetzt, hier ist irgendwo ein Eingang, ab, so, hier, so, ja, sogar jetzt hier beim ersten Mal richtig. Ja, wie gesagt, das, man kommt immer irgendwo ein bisschen gegen, so, es müsste, glaube ich, noch eine Abteilung geben. Ah ne, jetzt muss man jetzt ein Fußballspiel machen, quasi, da muss man ein bisschen gucken. So, denn der Ball muss immer da in die Ecken rein. Oh, jetzt ist der Ball aber ziemlich kacke da. Naja, wo ist der jetzt überhaupt jetzt? So, was denn hier? So. Hä? So, ja gut, zweimal schon. So, ne, so runter. Gut. So, jetzt noch da in die eine Ecke. Komm, komm, komm. Hopp. Was na? Spaß. Ah ja, auf jeden Fall, jeder Level ist immer quasi sein eigenes Spiel für sich. Deswegen finde ich das noch echt cool. Komm, geh da rein, ey. Schon zu lange gebraucht dafür, aber man. Gut, manchmal klappt es nicht so, wie man will. Komm, ist jetzt auch egal, ob so wird jetzt gepackt hier. Der Kram da, ey. So. Ist ja egal. So, Trophäen dafür habe ich eh schon. Oder? Was zu langsam, wir sind hier so Level gepackt. So, alles klar. So, jetzt kommt hier sogar eine Medaille, alles klar. So, wie gesagt, man kriegt auch, keine Ahnung, 12 Trophäen oder so, immer Gold und dann Platin halt. Für 1 Euro kann man nicht sagen. Es sind halt nur 3 Levels, sind schnell durchgepackt. Müsste jetzt hier auch innerhalb von 5 Minuten gemacht sein eigentlich. So, jetzt hier kommt ein anderer Abschnitt. Dann ist quasi wieder tja, ein anderes Genre, anderes Spiel. So, jetzt muss man hier so diese Sachen, muss man jetzt machen. Hier sind so Schalter. Irgendwo. Wo ist denn der Schalter? Da hier. Den muss man umlegen. Und dann öffnet sich hier irgendwo ein Tor. Mal war sogar richtig. Das hat er schon schnell gepackt in der richtigen Zeit. So, jetzt kommen diese drei so Abschnitte. Cool, Death Metal. Cool. Cool. So. Och. So, alles klar. So, wieder zurück. Denke ich mal, auf jeden Fall jetzt müsste hier offen sein. So, okay. So, jetzt noch einer. Na gut, habe ich das schnell gepackt als sonst. Der. So. Alles klar, müsste jetzt, glaube ich, sogar alles richtig gewesen sein. Cool, sogar eine andere Trophäe. Eine Medaille, okay, die hat ich vorhin nicht. Okay, gut. Ja gut, hat mir eh gefehlt, aber gut, dann passt das ja auch. So, ja, und jetzt hier quasi jetzt hier letzter Level generell. So, quasi wieder ein anderes Spiel. Hast du cool gemacht. Haben mich was einfallen gelassen. Bringen ja auch die Firma Breaking True Gaming gerade, da bringt er jeden Sonntags da immer irgendwelche Spiele raus. Kommt für 1 Euro, kann ich nicht sagen, kriegt schnell Platin, deswegen. Und aber cool gemacht, dass hier jeder Level ist quasi für sich ein anderes
Genre, anderes Spiel, deswegen. So, hier ist es aber auch jetzt hier der letzte Teil von CPC Circle 1. Wie gesagt, 5, 6, 7, 8. Kinder gab da immer Rutsch und Runterland für 1 Euro irgendwann. So, jetzt ist aber echt hier der letzte Level, Finale ist nochmal. So, das war Escape from the Ship. Okay, ich glaube, das hat Schnitt. Hier, unter 100 Sekunden muss man packen, hat glaube ich nicht gepackt. Egal, wenn nicht durchgepackt ist, auf jeden Fall das hier. Da war ich letztes Mal zu langsam oder so, keine Ahnung, was da war. Wie gesagt, man kann ja noch höher springen und ja, muss man ein bisschen aufpassen, wie man macht. So, ich glaube, jetzt war es sogar gut so. Ah, scheiße da. Also richtig springen tut er nicht, wie man will. Was soll der Kack? Toll, ey. Egal, so muss man halt ja nochmal Level machen hier lächerlich. 3-4 Mal verkackt, deswegen 15 Sekunden zu spät. Egal, das war halt der letzte Level. So ist es quasi das Spiel auch durchgepackt. So, gut zum nächsten Level, ja geht das nicht. Ja, okay, muss ein Level nochmal machen, extra, damit ich auch die letzte Trophäe kriege und dann Platin krieg. Egal, mach mal her. So, trotzdem sollte ich hier mal so ein Live durchgezockt sein, so kommt hier noch hier ja, auf dem Ende halt so die Geschichte noch. Ja. Der ist aber zippy. Cool. Also ich habe die Teile immer gerne gespielt. Einfach so, jetzt meistens waren hier nur 1, 2, 3 oder 4 Levels. Aber trotzdem kann man nicht sagen, kommt für 1 Euro, wie gesagt, immer Platin. Deswegen. Und hat man auch schnell einen Erfolg, sag ich mal. Da durchgepackt ist aber verdammte Scheiße, Gott verdammt Scheiße, Junge. Die muss ich kackern. Ja. Naja. Wie gesagt, die Firma bringt ja jeden Sonntag immer irgendein Spiel immer raus und ja, immer abwechselnd irgendwelche anderen Spiele, deswegen hat man da ein bisschen länger gedauert, bis das mal jetzt endlich fertig war. Hätten sie auch als ein Spiel machen können, ehrlich gesagt. Gut, da wäre die Produktion und so weiter, hätte ein bisschen länger gedauert, aber gut, was wir machen. So ist doch cool. Kriegt man 8 mal Platin für ein Spiel, was sollte, ey. Oh, nehme ich gern mit, ey. Ja. So, da ist quasi der Bösewicht. Ja, die Firma, wo er so Spiele herstellt, ja, das sind so, was weiß ich, Christen, also mega katholisch oder was und zitieren doch immer Sprüche hier von der Bibel und so ein Kram. Naja, ich als Satanist halte davon ja nicht viel. Naja, als Antichrist. Aber egal, sollen sie ruhig machen, dafür gefällt mir das Spiel. Dafür zahle ich auch gerne für die, ja, ist gut so. Kann man so lassen. Ein paar Sachen, wo da stehen, da sind auch ein paar Weisheiten. So ist es ja nicht, dass da alles von denen komisch ist. Naja. Ja, bin ich mal gespannt, wie Teil 2 wird. Wahrscheinlich auch wieder 8 Einzeltitel oder so. Ja. Na, ein bisschen rumgelabert muss das sein hier. Was denn hier? Na, ich glaube um mein Herz. Ja. Da! Jetzt wird aber zu viel Bibelkram da, wo der steht. Na, okay, das war sonst in den Teilen nicht so. Na gut, am Ende muss das ja wieder kommen. Oh, im Gefängnis, ja. Ja. The End, cool. Ist durchgepackt nach einem halben Jahr, wo sie in der Zeit jede Woche ein anderes Spiel rausgebracht haben und andere Teile hiervon. Na, okay, ja, werden wir machen. Ja, egal, hoffentlich hat es gefallen. So, das war jetzt hier quasi, ja, endlich mal das Spiel richtig komplett durchgespielt. Na, jetzt kommt hier noch was zum Ende. Probiere ich gleich noch die
eine Trophäe noch zu holen, die mir noch fehlt. Und dann ist das gut mit dem Spiel. Oh no. To be continued. CBS Circle 2. Cool. Ja. Sehen wir noch. Ja. So, wie gesagt, das hier wart. Und ja. Gucken, was die Zukunft sonst für Spiele von der Firma da bringt. Ja, damit verabschiede ich mich. Euch noch einen schönen Abend und das war's hier mit CBC Circle. So, naja, dann bis zum nächsten Mal wieder ein Tschüss hier. Bis dann.